Hallo, hier ist wieder euer Weehawk und ich begrüße euch zurück bei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Immer noch Sim Dragon bzw. Hero Mode. Das bedeutet, wir haben es zwar beim letzten Mal geschafft, aber ich habe ja noch zwei Figuren ausstehen. Den Freezer-Clan-Typi und den Majin. Und deswegen, ja, probieren wir es erstmal mit Freezer-Clan. Da sind wir auch schon am Einkampf. Einen Kampf haben wir schon geschafft. Und jetzt, ja, machen wir einfach weiter, würde ich sagen. Intensives Training traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Also entweder mache ich Exploren, aber... Ah, komm, Attacke. Komm, machen wir Attacke. Ah, ein bisschen gewirkt. War jetzt aber nicht ganz so gut. Ich glaube, ich brauche mehr. Ich brauche mehr Power. Komm, los. Yeah! Holy fucking yeah. Na, endlich. Na, also. Ein bisschen ausruhen. Und dann vielleicht noch ein bisschen erkunden, oder? Wäre ja cool, wenn wir mit dem Freezer-Clan-Mitglied genauso ein Glück hätten wie mit dem Namekianer, aber ich glaube, das wird nicht nochmal möglich sein. Das war ja zu krass, die Werte, die ich da am Ende hatte. Gut, einmal exploren bitte. Mr. Popo? Ah, nee, Corin. Okay, muss ich mir wieder Zahlen merken. Dann machen wir das doch. Nee, hier. Ich probiere es aus. Komm, heiliges Wasser. Würde es uns stärker machen oder würde es uns schwächen? Das ist nur normales Wasser. Ich kann dich nicht ausstehen, du Flohsack. Na gut. Aber ich habe mich genug ausgeruht, oder? Komm, dann wird es wieder Zeit für General Training. Oh, ich werde es so bereuen. Holy shit, ich werde es nicht bereuen. Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Wundervoll. Einfach nur wundervoll. Ist das nicht wunderbar? Exploren, bitte. Hey, Bulma. Ja, komm. Neue What-If-Sagas, bitte. Beziehungsweise, nicht What-If-Sagas. Mission 100, Mission beziehungsweise Parallel Quests. Sehr schön. Auch das hätte geklappt. Und wir haben nicht mal was abgezogen bekommen. Ich würde mal sagen, nochmal exploren, weil Training macht kaum noch Sinn. Das ist mir jetzt zu riskant. Kant, Kant, Kant. Ah. Okay, das ist natürlich... Das wird wahrscheinlich kaum was herausbringen jetzt noch, aber... Egal, wenn wir auf 25 kommen, ist ja alles gut. Das ist natürlich echt schade, ne, dass wir schon so hoch waren. Aber maximale Werte. Ist doch schön. Aber fast eine Verschwendung. Level! Ich werd bekloppt. Das wusste ich gar nicht, dass das so geht. Im Ernst? Cool. Interessant, interessant. Ja, Moment. Bedeutet das, dass ich den zweiten Kampf jetzt geskippt habe und direkt zum dritten gehe? Oder was genau bedeutet das? Wir ruhen uns aus und finden es raus. Hohoho. Na dann. Also dann. Son Gohan. Okay. Es ist perfekt Cell. Nee, alles gut. Oder auch nicht. Tada. Ja, lass mich mal in Ruhe, du. Terror of Leck. Terror of Leck mich am Arsch, wollte ich sagen. Hey! Ella Badge! Mittlerweile weiß ich, dass ihr das macht. Mich in die Luft befördern und mich dann wegkicken. Und zwar oft. Sehr oft. Aber ich kann's nicht verhindern. So eine Scheiße. Wow, und noch Instant Transmission. Der hat's richtig ernst gemeint jetzt. Alter Schwede. Na schön, du hast es so gewollt, Freundchen.
Jetzt gibt's richtig auf die Fresse, mein Freund. Vanish Oxy Action! Oh yeah. Ich bin weg. Ich vanische jetzt ebenfalls mal. Oh, was? Hat er mich doch gesehen? Da war ganz kurz ein Lock-on zu sehen. Ne? Also oh, shit. Na gut, dass ich so viel Verteidigung habe. Nimm das. Und einfach drauf. Ja. Gut. Sehr schön. Das lief gut. Manuigi ist der Wiener. Vielleicht ein bisschen. So. Dann wird es Zeit, Mira anzugehen, oder? Wir machen natürlich wieder so ein Training weiter. So, aber wir leveln nicht weiter auf. Okay, gut. Alles klar. Ja, dann. Dann würde ich mal sagen, erstmal ausruhen, oder? Erstmal ausruhen und dann mal gucken, ob wir ein verstecktes Potenzial irgendwie wecken können. Ich probier's mal. Das war schlecht. Nochmal ausruhen. Ich will mich jetzt nicht unnötig schwächen, ne? Das ist natürlich immer ein bisschen Gambling, aber egal, ich mach weiter. Ich mach weiter. Ah, shit. Egal, irgendwann muss es wieder klappen, oder? Irgendwann muss es wieder klappen. Und weiter geht's. Oh, fucking hell. Weiter. Ja! Es geht wieder aufwärts. So ein Dreckmist. Einmal ausruhen. Und jetzt probiere ich es nochmal. Ja! Sehr gut. Ich schätze, es gibt schlimmere Werte. Letzter Tag, wir werden uns noch. Wir wärmen uns nochmal auf. Genau, wir ruhen uns nochmal aus. Und dann geht's. Mira an den Kragen. Mira stinkt's hier. Aber ganz gewaltig. Vegeta! 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 Töte! Ja, ja, du mich auch. Oh, Mira! Nein, ich hasse es. Lasst es sein. Ich hasse es so sehr. Jetzt haut er einfach ab. Hör auf, Absorb. Nimm mal die Ta. Was für ein Idiot. Kommt er einfach nochmal auf mich zugerast. Du weißt doch, dass ich der Meister des Energiegespamme bin. Ah. Typisch. Sehr schön. So kann es ja weitergehen. You win. Ja, natürlich machen wir so lange weiter, wie es nur irgendwie geht. Deden, 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 deden. Okay. Ruhen wir uns aus. Auch wenn es nur 5% sind, oder? Es war ein harter Kampf. Jetzt ist es Zeit für Training. Ja, sehr schön.
Ach so, ist schön. Perfekt. Jetzt können wir erstmal ein bisschen exploren. Haben wir jetzt beim letzten Mal gar nicht gemacht. Beim letzten Kampf oder vor dem letzten Kampf. Hey, Corin! Okay, sieht so aus, als hätte er was für uns. Wieder ein nettes Spielchen? Okay. 9, 1, 2, 5, 3. Scheiße. 1, 2. Oh fuck. Shit. See you around. Jetzt muss ich meine Offensive wieder stärken, Mann. Na gut. Einmal ausruhen, bitte. Dieser Meister quitte, ey. Echt wahr. Wenn ich den nochmal sehe. Oh nein, Mr. Popo. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Dürfen wir jetzt das andere mit dem Spiel machen? Nee, Hyperbolic Lion Tamer. So. Sehr schön. Oh, guck sich das einer an. Da werde ich für alles entschädigt gerade, aber jetzt muss ich mich wieder ein bisschen ausruhen. Gut. Aber bisher sieht's gut aus. Nochmal exploren, weil Training macht keinen großen Sinn. Oh, nettes Wetter, ja. Ach du Scheiße. Irgendwann musste es mal schief gehen. Nee, bitte nicht mich töten. Holy shit! Also heute sind die Reisen echt gefährlich. Ah, aber das könnte eventuell... Ja, sehr schön. So, noch einmal gucken, was es bringt. Ich hätte auch natürlich Verteidigung jetzt machen können. Aber Special Power aktivieren. Ich habe genau das Richtige gemacht. Kann natürlich auch schief gehen. Ne? Ich bin mal gespannt, ob es schief gehen kann. Nee? Ich bin definitiv stärker geworden. Ich wünschte mir nur, da wäre nicht nur Angriffskraft, sondern danke. Auch ein bisschen Verteidigung. Ist immer nett. Ah, oh, wundervoll. Und Level. Sehr schön. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Eigentlich... Also ich ruhe mich auf jeden Fall aus, auch wenn ich es gar nicht müsste. Ist, glaube ich, besser so. Nicht, dass wir am Ende noch irgendeinen negativen Effekt herbeibeschwören oder viel Energie verlieren, Stamina, wie auch immer. Das wäre jetzt nicht so schön vor dem Kampf. Also dann, Kampf Nummer 4 steht an. Son Gohan. Ich muss damit aufhören. Kid fucking Boo. In the house. Yeah. Ja. Okay. Sehr schön. So muss das. Du wirst niemals ausweichen. Ja! Du warst mein Nemesis in so vielen Story Modes, aber jetzt ist Schluss! Au. Was bin ich froh, dass ich so einen Mordsverteidigungswert habe. Das ist fast schon ein bisschen gecheatet. Apropos. Was ist eigentlich mit dir los? Ist der Tee bald fertig?
Kessel hat auf jeden Fall schon gepfiffen. So, sehr schön. Kid Buu besiegt. Das ging locker floggisch vom Hocker. Wir trainieren natürlich weiter. Tova und Dimikra und so stehen noch an, ne? Krass. Düten, 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 dü. So, erstmal eine ganz kleine Runde ausruhen. Und bei den Werten, glaube ich, bin ich ganz gut beraten, wenn ich mal ein bisschen in die Welt hinausgehe, oder? Ach du Scheiße. Komm, ich probier's nochmal. Schönes Wetter heute. Ah, oh, sehr gut. Wuhu! Gut, ich habe trotzdem Verteidigungswert verloren. Das ist wie, als wenn sie mich angegriffen hätte, ne? Auch nicht viel besser jetzt gewesen. So, probieren wir es mal mit Verteidigungstraining, oder? Ah, ein bisschen was gebracht. Ist doch schön. Hey, sehr schön. Da wird man einfach geheilt. Und es bringt sogar noch ein bisschen Kraft zum Vorschein. Wunderbar. So gehört sich das. Da gehe ich doch direkt wieder auf die Reise. Voller Scheiße. Mr. Popo! Hyperbolic Time Chamber. Machen wir gerne. Wunderbar. Kostet natürlich Kraft. Aber dafür sind wir ordentlich stärker geworden. Sehr schön. Also das Training läuft gut. Ich kann mich nicht beschweren. So kann es weitergehen. So. Was haben wir noch hier? Corin! Sollen wir wieder das Risiko eingehen? Komm, machen wir. Hey, diesmal war es kein normales Wasser? Ah doch, es war normales Wasser. Ich hasse dich schon sehr, du Flohsack. Na schön. Wir gucken uns trotzdem nochmal um. Bulma, na also. Natürlich helfen wir dem mal wieder. Sehr schön. So muss das sein. Bei den Werten, wie gesagt, will ich gar nicht weiter trainieren. Das ist mir zu riskant fast schon. Ja, okay, wir trainieren mit dir. So, diesmal merken. 2, 3, 8, 5, 7, 4, 6. 2, 3, 8. Ich Depp! Ich hab's mir auch selber vorgelesen sogar. Scheiße. Jetzt muss ich wieder was machen, ne? Ein bisschen Angriff, komm. Und dann nochmal ausruhen. Ah, ja, sehr gut. Ich bin ein Glückspilz gerade, wirklich. Wir können uns ausruhen. Sehr schön. Der nächste Kampf ist bereit. Tova steht an. Und Vegeta schaut schon wieder zu. Also dann. Mit den Werten sollte es doch kein Problem sein, Tova zu schlagen. Ich auch. Okay, ich muss aufpassen.
Werde ich zu viel Energie verlieren? Wieso steht ihr eigentlich die ganze Zeit so blöd da und ladet euch auf und lasst euch dann treffen von mir? Ah! Ohohoho! Das war böse. Oh! Ach, na warte. Ich glaube, jetzt ist lustige Freezer-Clan-Zeit. Dieser Freezer-Clan muss andauernd Planeten zerstören. Das ist unglaublich. Nett, dass du dich nochmal wehrst. Soll ich wegen dem bisschen Energie jetzt noch spammen? Ja! Ich wusste, es würde sie nicht treffen. Alter, das ist... Ey, ja! Oh, shit! Ja. So, zur Not beenden wir es. Eben mit dem Finisher. Ja! Nicht zu fassen. Okay, was in den letzten 30 Sekunden passiert ist, das streichen wir bitte aus dem Protokoll. Seht ihr? Unser Freezer-Clan-Mitglied hat es schon längst vergessen. Der ist einfach nur froh, es geschafft zu haben. Sehr schön. Guter Time-Patroller. Hast du fein gemacht. Gut. Ein weiterer Kampf wäre geschafft. Zwei stehen noch aus. Dann hätten wir es auch mit dem Freezer-Clan-Typi geschafft. Aber... werden wir es wirklich soweit schaffen? Oder ist schon beim nächsten Mal Schluss? Das erfahrt ihr im nächsten Part von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4.